my dreams, my future. This is what I work for. Drink the pink. Einen schönen guten Tag, liebe Eisbärenfans. Herzlich willkommen zu einem weiteren Eisbärengespräch. Heute hier direkt aus dem Hotel in Krefeld, wo die Eisbären übernachten. Nach ihrem 4:3 Verlängerungserfolg gegen die Krefeld Pinguine. Mein heutiger Gesprächspartner Sven Ziegler. Ziggi, guten Abend. Guten Abend. Wir haben 2 Punkte mitgenommen aus Krefeld. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich finde, das erste Drittel war sehr stark von uns. Also da haben wir den Krefeldern eigentlich gar keinen Platz und Raum gegeben zum Spielen. Hätten vielleicht auch noch 2 Tore mehr schießen müssen. Und dann haben wir im zweiten Drittel wieder komplett nachgelassen, haben Krefeld wieder voll ins Spiel kommen lassen, haben 2 Gegentore bekommen. Ja, und im letzten Drittel waren wir eigentlich auch, wie ich finde, wieder die überlegene Mannschaft. Haben es aber nur geschafft, 3-2 in Führung zu gehen, haben dann noch bitter den Ausgleich bekommen, aber konnten uns dann zum Glück in der Overtime durchsetzen. Deine Reihe mit Mark Olver und Jamie McQueen hat wirklich ziemlich gut gespielt. Heute war meiner Meinung nach auf alle Fälle die stärkste Reihe. Liegt es daran, dass ihr jetzt ein paar Spiele miteinander gemacht habt und euch gut aufeinander abgestimmt habt? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es wurde von Spiel zu Spiel immer besser. Man kennt jetzt viel besser die Abläufe von den anderen. Davor habe ich ja noch nicht so oft mit den beiden gespielt. Deswegen war das ein bisschen neu, vielleicht eine kleine Umstellung, aber ich glaube, das haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Du hast erstaunlich viele Torchancen gehabt heute. Also es waren schon richtig viele. Du pirschst dich also an dein erstes Saisontor so richtig ran. Im nächsten Spiel klappt's. Die Jungs also legen dir tatsächlich auch mal den einen oder anderen Puck auf. Ja, ich hoffe, das machen sie auch immer noch, auch wenn ich immer noch nicht treffe. Nee, irgendwie glaube ich, muss einfach mal so ein Glückstor einfach rein, jetzt kein schöner Schuss oder so, und dann vielleicht ist dann der Platz in der Knoten und dann vielleicht klappt es dann wieder besser. Du hattest den Alleingang und danach auch den Penaltyschuss. Hattest du dir vorher überlegt, wo du hinschießen willst, was du machen willst, oder hast du es spontan entschieden? Ja gut, letztes Spiel in Krefeld habe ich ja im Penaltyschießen auch einschießen dürfen. Da habe ich was anderes gemacht, dachte ich mir, gut, mache ich heute nochmal was anderes. Hat leider auch nicht geklappt, aber es ist so, wenn man halt, sag ich mal, die Scheiße am Schläger hat, dann zieht sich das auch durch eine ganze Saison durch. Ich hoffe aber, dass das mal die Durststrecke mal langsam vorbei ist. Du hast heute auch gegen einen ziemlich guten Kumpel von dir gespielt, nämlich Alex Trevelato, mit dem du lange auch im Eisbärennachwuchs zusammengespielt hast. Ist das noch was Komisches? Einmal habt ihr euch ja doch ganz schön intensiv behakt. Ja, das war mehr oder weniger nur ein Witz oder ein kleiner Spaß zwischen uns beiden. Ich finde aber, er hat mich brutal gefoult vor dem Penalty. Nee, keine Ahnung, ob es komisch ist. Also ich weiß nicht, ob man sich da jetzt groß anders behandelt im Spiel. Ich glaube, das ist so eine schnelle Reaktion. Da denkt man jetzt nicht nach, oh, den kenne ich seit 10 Jahren oder den anderen kenne ich überhaupt nicht. Also das Einzige wäre vielleicht, wenn er jetzt mit dem Gesicht zur Bande wäre, würde ich ihn jetzt nicht von hinten komplett zusammenfahren. Ich glaube, das macht man untereinander, wenn man sich gut kennt, nicht. Aber ja, wirklich komisch ist es nicht, weil in Schwenningen haben wir ja auch schon gegen ihn gespielt. Aber freut mich natürlich für ihn, dass er wieder in der DEL spielen kann oder darf oder das macht und macht es auch sehr gut. Entscheidende Treffer kam dann von Sean Beckman. Kurz vor Schluss der Verlängerung, hast du noch damit gerechnet, dass wir das Spiel noch in der Verlängerung entscheiden können? Ich dachte eigentlich eher, wir entscheiden es noch in den 60 Minuten, weil wir am Schluss echt nochmal richtig Druck gemacht haben. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass es dann in der Verlängerung was wird, weil im Penaltyschießen haben die Krefelder natürlich die 1-2 ganz gute Schützen. Haben wir ja letztes Mal gesehen, oder beim ersten Spiel, glaube ich, gegen Krefeld, dass wir nach Penaltyschießen verloren haben. Umso wichtiger war es dann im Overtime, das Spiel zu beenden. Das war jetzt das letzte Spiel vor dem Weihnachtsfest. Da muss ich dich natürlich danach fragen, wie du denn jetzt Weihnachten feiern wirst und was du machst. Also meine Eltern kommen morgen nach Berlin. Es ist eigentlich jetzt mehr oder weniger schon eine Tradition. Das machen wir, glaube ich, schon fast, ja, bestimmt 4 Jahre jetzt. Ja, die kommen morgens an, dann gehen wir meistens zu meiner Freundin Kaffee, Kuchen essen und trinken. Und abends gibt es dann meistens ein Fondue, dann die Bescherung, das Allerwichtigste natürlich. Und dann einfach den Abend ausklingen lassen. Dadurch, dass wir uns ja dieses Jahr auch noch nicht so oft gesehen haben, wird es umso schöner, dass man dann wieder ein bisschen Zeit mit den Eltern verbringen kann. Sven,
Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und ich drücke die Daumen für das nächste Spiel oder das übernächste, dass das erste Tor in dieser Saison mal reingeht. Ja, Dankeschön. Gleichfalls frohe Weihnachten. Liebe Eisbären-Fans, das war das Eisbären-Gespräch mit Sven Ziegler. Wir wünschen euch allen ein frohes Fest und sehen uns am 26. Dezember dann wieder in der Mercedes-Benz Arena zum Spiel gegen die Fishtown Pinguins. Tschüss.